Hallo Freunde der indischen Brotsuppe, hier ist der Robin von Robins Blog. Heute möchte ich euch kurz über mein neues Aishure Dual Core Android 4.22 Tablet berichten, welches ich mir neulich gekauft habe. Leute, die jetzt einen Beitrag über ein High-End-Gerät hören möchten, können jetzt im Prinzip das Ding abschalten und ein anderes YouTube-Video ansehen. Das Gerät gehört zu den preiswertesten und billigsten China-Tablets auf dem Markt. Ich habe es für unter 50 Euro bekommen. In dem Karton waren noch neben dem 7 Zoll Tablet ein englischsprachiges Handbuch, ein Netzteil mit 5 Volt und 1,5 Ampere sowie ein USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss, welches nicht zum Laden des Tablets verwendet werden kann. Ein OTG-Kabel, also an dem Kabel kann man noch einen USB-Stick oder eine Tastatur etc. anschließen. Ziemlich praktisch, kostet im Prinzip auch, wenn man das irgendwo bei eBay kauft, so 1 oder 2 Euro. Einen kleinen Touchpen und eine kleine Display-Stutzfolie, welche ich sofort abgezogen habe. Kommen wir mal kurz zu den technischen Daten. Hier ist Android 4.22 drauf. Ein Prozessor haben wir den RK3026. 512 MB haben wir hier an RAM und 4 GB NAND Flash. Batterie ist angegeben mit 2000 mAh. Wi-Fi eingebaut und 802.11 BGN. Hier mal kurz zur Info, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, das WLAN zu installieren. Da musste ich an meiner Fritzbox das N abschalten, also BG nur einrichten. Und dann hat es im Prinzip funktioniert. Gehen wir mal weiter. Das Ding hat einen kapazitiven Display. AnTuTu Benchmark sagt mir irgendwas über 10.000, ja 10.000 mehr. Vorhin ausgerechnet. An dem Gerät ist noch Sinn, ja, kann ich ja sagen. An dem Gerät sind noch einige Anschlüsse, wenn man es sich mal so anguckt. Ein Micro-USB-Anschluss, wie gesagt, hier ist Netzteil. Man kann nicht das Tablet über USB laden. Hier ist ein Micro-USB-Anschluss. Kopfhörer, angeblich Stereo, ist aber nicht Stereo. Ein Ausschalter und hier der VIP-Taster für laut und leise. Was ich doch fast vergessen hätte, das Tablet hat auch noch zwei Kameras, eine Vorderkamera und eine Rückkamera mit je 0,3 Megapixel. Macht aber nicht wirklich Spaß, weil die Kameras selber oder die Kamera, die Frontkamera schlecht angeordnet ist, wenn man beispielsweise jetzt Skype startet und praktisch so einen Telefoncall annimmt und Daten übertragen möchte. Von der Frontkamera hält man automatisch hier die Kamera, die Frontkamera zu. Man muss also irgendwie das Ding so halten, damit das Ganze funktioniert. Mal ganz kurz angucken, wie die Performance ist. Also landen wir einfach mal einen YouTube-Film. So. So, schauen wir mal. Gucken wir mal, was ich mir damals hochgeladen habe hier. So. Funktioniert in der Runde ganz gut. Das funktioniert nicht schlecht. Schauen wir mal gucken, was YouTube mir empfiehlt. Na gut. Ja. Computer Club 2. Und zack. Schauen wir mal kurz an. Der Sound ist natürlich zu wünschen übrig, ist klar. Ja, angeblich soll es ja ein Stereo-Lautsprecher sein, aber ich habe mal reingeguckt. Bei mir im Blog sieht man ja, dass ich das Ding auseinandergeschraubt habe und definitiv ist da nur ein
Mono-Lautsprecher drin, also ein kleiner Lautsprecher. Laut und leise. Zack. Gehen wir mal kurz in den Einstellungen. So. Datenverbrauch, Töne, Display. Im Prinzip alles, was das Herz so begehrt. Unter Android 4.22. Akku, der ist ziemlich, ja, sagen wir mal, schwach. 2 bis 3 Stunden gebe ich dem Ding und dann ist das Ding leer. Ja, gut, die Apps zeige ich da jetzt an. Dauert ein bisschen. Ich habe hier nicht viel drauf, weil ich nutze das für andere Sachen. Kann ich euch gleich zeigen. Sicherheit, sonst irgendwas alles, wie gesagt. Sieht alles nach Android 4.22 aus. Man kann auch sofort loslegen, also ist kein großer Akt. Man startet das Tablet und kann praktisch auch sofort irgendwelche Programme laufen lassen. So, wofür brauche ich das Ding eigentlich? Von meiner Seite, ich beende mal schon mal die Programme hier mal. Zack, 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 zack. Dafür brauche ich das. Ich nutze das Ding nämlich für FEM, den Haus-Automations-Server. Da kann man viele schöne Sachen machen. Ich habe jetzt mal, ich nutze das Ding ja, das Tablet als Panel, als Schalterpanel. Das Ding werde ich auch praktisch an der Wand nageln bald. So kann ich jetzt einfach mal so meine Schreibtischlampe ausschalten. Gleich sind wir im Dunkeln, so wie jetzt. Und schalte mal wieder ein. Geht natürlich fix. Man kann beispielsweise Steckdosen vom Fernseher ausschalten, vom Computer beispielsweise oder irgendwas anderes. Oder sagen wir hier rechts komplett Alarm ausschalten. Das Ding ist jetzt komplett selber programmiert. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ah gut, da gibt es eine App für oder sowas. Nein, muss man selber dran. Wir können ja hier nochmal einige Tastendrücke durchgehen, beispielsweise Schreibtischlampe ausschalten und wieder einschalten, Stehlampe einschalten und wieder ausschalten, Tischlampe einschalten, ausschalten, Steckdose für das Fernsehen. Und wieder ausschalten. Airfix-Steckdose. Festplatte. Ja gut, Strom kann man sich auch mal angucken beispielsweise. Ich bin auch dabei, jetzt eine Webcam, meine Webcams hier sichtbar zu machen oder Temperaturen. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, der rendert jetzt die Grafik hier plus nochmal die aktuellen Daten für den Stromverbrauch von heute, von gestern und seit einem bestimmten Datum. Und hier unten der Zählerstand in Kilowattstunden. Ich bin jetzt dabei, noch die einzelnen Verbraucher hier unten reinzuschreiben, aber wie gesagt, das muss noch ein bisschen programmiert werden. Okay, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Weitere Informationen wie immer in meinem Blog. Und das war's schon.